Hallo zusammen, heute habe ich wieder einige Gifts bekommen und zwar haben wir hier eine Farmers für einen Day von 3x Shoot. Please schau dir mal meine Reviews an, LG 3x Deagle, schaue ich mir mal an. Dann haben wir hier ein XM84 Flash von Robbery 123, Moin XD sagt er. Skater B, eine Lightvest 1 Day, nur Lightvest 3, macht nichts, ist auch gut für einen Day. Dann eine M69er E-Frag für 7 Days von Dampf Express, für dich du Nerd, ja vielen Dank. Und nochmal von Skater B ein Aviator Glass für einen Day. Alter, habe nur noch 292 GP, jetzt 182. Vielen Dank für die Gifts und gleich sehen wir uns im Game mit dem Review zur SMG Mac 10. Hallo Leute, hier ist wieder Ron und heute habe ich einen neuen Review für euch über die Mac 10. Diese Waffe kann man mit ohne Rang kaufen für GP und die ist auch sehr billig und zwar für 800 GP. Sie ähnelt sehr sehr stark der Uzi, wie ich nachher noch dazu kommen werde. Uzi, Uzi, wie auch immer. Und zwar in der Rate of Fire und der Portability. Die Mac 10 ist eine der beliebtesten Submachine Guns für GP hinter der P90. Aber man sieht es trotzdem nicht oft aufgrund der Stats, wie ich sie nachher noch nennen werde. Sie hat nur den Automatikmodus, ein anderer Modus wird sich auch gar nicht empfehlen für diese Waffe. Sie ist auch ziemlich klein, daher wird sie, wie ihr vielleicht im Video nachher sehen werdet, sehr, sehr oft verzielen, weil der Recoil einfach ziemlich hoch ist. Die Mac 10 hat, wie fast alle Waffen, immer ein Magazin von 30 zu 90. Ich habe auf jeden Fall ein Magazin dran geschraubt, das 1er. Da die Waffe so schnell leer ist aufgrund der hohen Fire Rate, wie ich nachher noch kommen werde, dass ich eher ein Magazin empfehlen wird, weil sonst die Munition zu schnell leer ist. An die Mac 10 lässt sich jedes beliebige Scope dran schrauben, würde ich aber gar nicht empfehlen aufgrund der geringen Accuracy und des hohen Recoils. Schalldämpfer lässt sich auch dran bauen, würde ich aber auch nicht empfehlen, da die Waffe schon so wenig Damage hat, dass ich einen Schalldämpfer gar nicht empfiehlt. Magazin, ja, wie gesagt, würde ich schon dran schrauben, da es sie auf jeden Fall empfiehlt. Jetzt komme ich auch schon zur Stats der Waffe, und zwar hat die Mac 10 einen 33 Point Damage. Ist ein guter 5-Hit-Kill, muss man sagen, auf den Körper. Und da die Waffe sowieso nur in so kleinen Maps wie Junk Flea genutzt wird, wird sich das schon lohnen, die Waffe da zu benutzen. Dann hat sie eine Portability von 85, das ist ziemlich gut für die Waffe, die ist nämlich fast so gut wie ein Knife. Daher lohnt es sich auch mit ihr zu rennen. Nicht so wie mit anderen SMGs, wie zum Beispiel P90TR, die hat ja nur 75. Dann hat die Mac 10 eine Rate of Fire von 90 Punkten, das ist extrem hoch für die Waffe und da sie nur so wenig Munition hat, sollte man nicht immer Dauerfeuer gehen, das ist aber das Problem der Waffe. Sie ist so schwer zu handeln, dass die Waffe immer verzieht und von dem her man mehr Kugeln braucht. Die Accuracy beträgt 60 Punkte. Die ist wie gesagt ziemlich gering und daher lohnt sich nicht gar keinen Scope dran zu schrauben, sondern einfach nur versuchen den Gegner zu treffen mit der Waffe. Dann hat sie noch einen Recoil von 85 Punkten, wie genannt, ist sehr sehr hoch. Der Recoil, der ist auch schwer zu handeln, da die Waffe einfach so klein ist und man dadurch einen riesigen Rückstoß hat. Die Mac 10 hat eine sehr, sehr schnelle Reload-Time, daher lohnt sich auch ein Magazin anzuschrauben. Denn wenn man sie mit der Uzi vergleicht, ist der Reload um einiges schneller. Und auch in der Portability in der Portability ist die Uzi ein bisschen überlegen, aber die Mac 10 ist insgesamt auch ziemlich gut aufgrund der hohen Fire Rate. Die 33 Punkte Damage kann man gut nutzen, wenn man sehr nah am Gegner dran steht, dann treffen nämlich so gut wie jeder Schuss. Aber in so kleinen Close Quarter Combats ist der Recoil von der Mac 10 kein Problem, da die Streuung der Kugeln immer so gut kommt, dass die Kugeln den Gegner gut treffen und man dadurch kein Problem hat mit dem Recoil. Wenn man aber auf größere Maps geht, wie Snow Valley oder Power Surge oder irgendwelche riesigen Maps, hat man schon den Nachteil, da die Kugeln dann überall hinfliegen und man keine Chance hat, irgendwie den Gegner gut zu treffen. Daher empfiehlt sich auch
neben der MAC-10 noch eine andere SMG einzupacken oder eine Assault Rifle, da die Waffe ziemlich schnell leer ist und man dann keine Kugeln mehr hat. Und zum Beispiel könnte man dann auch die MAC-10 mit der Uzi verwenden, da die beide einfach zusammen alles verbinden mit der Rate of Fire und der Portability. Und daher ist die MAC-10 auch sehr gut im Nahkampf. Auf Long Range würde ich sie gar nicht verwenden, auf Medium Range geht es noch gerade, wenn man Scope hat. Oder wenn man jetzt zum Beispiel versucht, Tap zu feiern mit der Waffe. Was ich auf jeden Fall als größten Nachteil der Waffe sehe, ist die Accuracy und die Rate of Fire, da die Fire Rate die Kugeln so schnell rausstoßt. Und die Accuracy halt ziemlich gering ist für die Waffe. Liegt halt daran, dass sie so klein ist. Der größte Vorteil der Waffe ist halt, in Close Quarter Combats bringt die Streuung fast immer einen Kill. Wenn man einen Gegner gut trifft, man kann auch gut versuchen, Headshots zu bekommen. Aber das sind dann meistens eher Glückstreffer, da die Waffe halt 85 Punkte im Recoil hat. Dann ist auch ein riesiger Vorteil der Waffe, dass man so einen geringen Rang nur braucht und so wenig zahlen muss für eine SMG. Aber auf jeden Fall empfiehlt sich, an die MAC-10 einen Extended Magazine dran zu bauen, weil sonst die Munition viel zu schnell leer ist. Was dazu führt, dass die Kugeln, dass der Magazin einfach komplett leer ist und man noch eine zweite Waffe braucht. Was ich ganz lustig fand, ist, als ich mit der MAC-10 gespielt habe, wurde ich die meiste Zeit als Noob bezeichnet, obwohl die Waffe eine GP-Waffe ist und man sogar damit Leute mit P90 TR ownen kann. Und das ist ein großer Vorteil der Waffe. Man muss dafür nicht viel Geld ausgeben, hat dafür schon eine gute Waffe. Sie kann schon gut mit der P90 TR mithalten. Nur ist halt die P90 TR in einigen Dingen überlegen zu der Waffe. Zum Beispiel im Recoil und in der Accuracy. Aber trotzdem empfiehlt sich die MAC-10 auf kleinen Maps wie Junkflare. Und ich hoffe, der Review hat euch heute mal wieder gefallen. Wenn, dann macht ihr Daumen hoch bitte und schreibt Kommentare. Und ich möchte noch erwähnen, jeder Gift bei mir wird immer ein Gifter-Video genannt. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, dass ihr nicht genannt werdet. Ich mache immer wieder ein Gifter-Video. Und ich hoffe, ihr verbreitet meinen Kanal und man sieht sich bestimmt im nächsten Review dann. Bis dann.